Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Und zwar zu einem ganz besonderen Vlog. Heute haben nämlich die Welpen Geburtstag. Die Welpen. Ja. Also vor einem Jahr sind unsere damals noch 7 Welpen zur Welt gekommen. Beziehungsweise, ich glaube 2 oder 3 sind schon sogar in der Nacht gekommen. Also quasi am Vortag, also gestern. Ja. Der Louis hat auf jeden Fall gestern schon Geburtstag gehabt. Ja, am Abend, also 19 Uhr oder so. Na, 23 Uhr sowas herum. 20 Uhr, also ich glaube 1 oder 2 Welpen sind schon am Abend gekommen, die restliche Bande dann quasi danach und ja, deswegen feiern wir das ein bisschen, als nichts Dramatisches. Wir sind jetzt kurz losgefahren, um einen Ballon zu kaufen. Genau, ein paar Sachen für die Geburtstagsparty sogar. Ja, und ich werde Ihnen eine Hundegeburtstagssorte backen und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Dürfen die anderen Hunde auch ein Stück von dem Geburtstag oder lassen wir sie so? Nein, glaub schon, das sind die Gäste. Aber wir wollen kein Stück davon essen, oder? Man könnte es auch essen. Ja, auf jeden Fall werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Das ist der heutige Tag, das ist dafür geplant. Und dafür fahren wir jetzt kurz los, weil wir haben kein Hackfleisch. Karotten brauchen wir auch, weil wir uns gestern einen Karottensaft gemacht haben. Der war nicht so lecker. Also es war ein Karotten, wie hat das geheißen? Karotten-Sellerie-Saft. Normalerweise es schmeckt uns das, aber das war, dieser Sellerie war so intensiv, ey. Na, ich glaube, Apfel oder irgendwas hat gefehlt. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas Süßes hat gefehlt. Deswegen brauchen wir Karotten. Kartoffeln haben wir zu Hause, gell? Wenig. Und ich glaube, Topfen haben wir auch noch zu Hause, oder? Topfen? Na, Topfen haben wir nicht. Wir haben noch Topfen. Frag. Ja, und ein paar Hundeleckerlis. Also. Wir gehen zum Action und zum Hofer, oder? Yep. Wir sind jetzt beim Action, aber der Papa bleibt im Auto, weil der Philipp schläft. Deswegen gehe ich jetzt alleine rein und nehme euch mit. So, ich brauche mal ein paar Leckerlis. Ich überlege gerade, diese Knochen schauen eigentlich ganz süß aus. Ich glaube, die will ich nehmen. Das. So. Weil die schon eigentlich auch ganz süß aus für die Torte. Sieht sogar fast besser aus, weil die sind so klein. Nein, nehmen die groß. Brauche ich noch einen Ballon? Bei den Ballons bin ich hier leider nicht so fündig geworden. Zuerst wollte ich hier sowas nehmen. Aber dann habe ich diese kleinen hier gesehen. Fand ich noch cooler, aber da gibt es leider keine eins. Ich habe tatsächlich alle durchgeschaut. Schade, weil die sind wirklich schön, so, irgendwie so handlich mit seinem Stab. Deswegen schaue ich jetzt noch zum Teddy, aber das werde ich jetzt gucken. So meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich zeige euch schnell, was wir noch gekauft haben. Ihr habt letztes bei mir mit beim Action mit dabei. Das habe ich ja beim Action gekauft und dann bin ich nochmal zum Teddy gegangen, weil der ist hat der Papa gekauft, Partyhüte. Vom Teddy, dann haben wir noch so einen Ballon gekauft. Hast du Helium gekauft? Was habe ich? Helium? Was ist das? Das ist für Badezimmertür. Ja, etwas vom Baumarkt hat der Papa auch gekauft. Dann haben wir auch eine 1 gekauft, einen Ballon 1. Ja, vielleicht 1. Weißt du, wie alt ist das wie ich? Ich weiß es ja, so alt wie die Luisa. Wir haben jetzt nämlich auch gleich für die Torte was gekauft. Und zwar habe ich hier Rinderhackfleisch gekauft. Der Papa hat sich sowas mitgenommen, ein vegane Chicken-Kräuter, also das ist vegan. Wir essen jetzt nämlich zum Mittag einen Salat und das Papa haut sich das rein. Tomaten hat der Papa gekauft für unseren Salat. Dann haben wir Würstchen gekauft für die Torte, für die Hunde. Frühlingszwiebel für den Salat. Karotten für die Torte. Für mich Falafel mitgenommen. Ich werde in meinen Salat Falafel reingeben. Tomaten. Eine vegane Butter hat der Papa auch mitgenommen. Reifwurst haben wir auch mitgenommen. Auch zur Deko für die Torte. Eine Kaffeemilch. Wir trinken jetzt immer diese Oatly, also die Barista, die kann man gut schäumen. Und das ist echt eine mega gute Nicht-Milch. Da die Frage jetzt sicher kommen wird, ob wir vegan uns ernähren. Ja, nein, nein. Aber wir trinken total gerne diese vegane Milch. Der Papa ist nämlich leicht laktoseintolerant. Und für die Kinder haben wir so Hühnerfleisch mitgenommen, also ein halbes Grillhändel, dreimal ein halbes Grillhändel. Das beantwortet, glaube ich, die Frage, ob wir vegan sind. Dann sowieso, also ich hatte jetzt keinen Bock auf Grillhändel, aber für die Kinder haben wir das jetzt mitgenommen. Papa macht jetzt auch im Airfryer gleich ein paar Pommes. Die Hunde, schau die Hunde an. Ich habe hier das Grillhändel in der Hand und die Hunde.
Gut, wir richten jetzt mal zum Essen an. Die Michelle kommt auch gleich von der Schule und danach geht's an die Pforte. Die Kinder fangen jetzt mal schon zum Essen an und ich werde jetzt währenddessen, wird Papa Tänze ein kleines Telefonat, den Salat weiter schnibbeln. Das muss ich auch noch anbraten, dieses Planted Chicken für den Papa. Und für mich gibt es ja dazu nur Falafel, die werde ich aber trotzdem ein bisschen aufwärmen, weil ja, so kalt mag ich es nicht. Aber zuerst muss ich mal die Tomaten schneiden, gewaschen habe ich sie vorhin. Und das Gurkchen, ja. So schaut jetzt mein Salat aus mit Falafel und das ist Papas Salat mit seinem veganen Hühnchen. Michelle ist auch schon von der Schule da und isst auch gleich mit uns mit. Die Kinder haben Hühnchen mit Pommes, die Lisa wollte Salat und die Hunde, die betteln uns auch an. Aber die haben Geburtstag. Die haben Geburtstag, ja. Machen wir gleich deinen Geburtstag. Ja, machen wir dann Happy Birthday? Warte. Okay. So, meine Lieben, wir haben jetzt schon Mittag gegessen. Alles sind schon weg. Wir haben jetzt aufgeräumt. Ich habe mir hier mein Setting aufgebaut. Ich werde jetzt nämlich gleich ein TikTok und ein Reel drehen, also ich selber. Ich zeige euch mal die Zutaten, die ich schon vorbereitet habe. Also ich habe ja, habe ich ja gesagt, ich kaufe Rinder, Hackfleisch. Und dann habe ich Karotten, Kartoffeln, Frischkäse. Würstchen, Leberwurst zum Dekorieren. Ich das Ganze zubereite, das seht ihr dann auf TikTok oder Instagram. Könnt ihr dort natürlich gerne folgen und dort werde ich es auf jeden Fall posten. Ja, ich mache mir jetzt gleich mal ran, damit die Hunde ihre Torte bekommen. Crazy, oder? Schaut mal, meine Lieben, die Torte ist fertig. Schaut die nicht super schön aus? Eigentlich könnte man sie auch so essen, also als Mensch. Außer diese Kauknochen, oder? Die sehen auch nicht auch. Also an den will ich nicht knabbern. Aber auf jeden Fall, die riecht sehr lecker. Alles super gesundes Zeugs, naja. Die Schluss ist schon ganz aufgeregt. Ihre erste Geburtstag. Übrigens haben wir auch von den anderen Welpen Videos und Fotos bekommen. Die werden wir euch gleich einblenden, damit ihr mal seht, wie die gewachsen sind. Voll krass, ey. So schöne Hunde hat die Goldi gemacht. Ja. Wollte haben wir gemacht, aber wir haben sie ja nicht gemacht. So wie zu einer Geburtstagsparty gehört auch natürlich Luftballons und so Hütchen. So. Hi. Komm. Achtung! Wie viel Luft ist eigentlich da drin? Wie viel Luft da drin ist? Wie viel Luft? Ich kann dir nicht sagen, aber die ist voll. Kann ich mal sehen? Ja. Das ist hier. Nummer 1 und mein Hund. Wen machen wir zuerst hin? Können wir zuerst den Hund machen? Warte, Lara. Jetzt machen wir den Nummer 1. Der ist groß. Sehr groß. Damit ich da ein Foto machen kann, okay? Das ist der Wahnsinn! Eine richtige Party hierher! Weil die Goldi muss kurz raus. Hey, die Würstchen! Die Gäste sind ungeduldig. Das sind Gäste, bitte. Das sind die Party, die Geburtstagskinder. So, Geburtstagskinder! Ich bin bereit! Ha! Die haben die Hüte abgezogen. Boah! Vielleicht dann ohne Hüte, das oder? Sophie, komm! Emil!
Goldi! Hey! Bella runter! Schau, Sophia, Sophie schaut aus wie betrunken. Wo ist Emmys Hut? Komm, die Hunde sind schon aufgeregt. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Lucy und Bella! Happy Birthday to you! Einhorn! So, auf die Plätze, fertig, los! Wie man sieht, die Torte hat richtig geschmeckt, es ist nichts mehr übrig geblieben. Es ist nicht mal Karotte, nichts übergeblieben. Keine Karotte, keine Kartoffeln. Lucy, hat dir geschmeckt? Bella, hat dir geschmeckt? Das ist eine tolle Geburtstagsparty, ja? Ja, sauber. Es ist sauber, ja. Das ja, aber wir haben ganz jetzt gleich zurück ganz fertig gegessen. Fertig gegessen, ja. Fertig. Danke, Mama, für die tolle Torte. Nachdem die Geburtstagskinder versorgt sind, jausen wir auch noch. Wird weiter gefeiert. Wird gefeiert, ja. Mit der gesamten Familie. Die Lucy ist auf jeden Fall schon richtig satt. Die war schon ein Satzschläfchen. Ein schön Schlafen. Der Bauch ist voll schlaf. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was jausen. Und hiermit werde ich mich jetzt auch vom Vlog verabschieden. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal. Wir werden jetzt noch schnell jausen. Und dann eh schon bald die Kinder ins Bett bringen. Wenn sie wird es schon langsam dunkel. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!